So, und zwar oh, Wasser. Nur gleich mal schauen, ob ich die Dinger hier noch brauche. Wenn ja, wofür? Und wo gehen sie hin? Irgendwas verbinden die da? Das da oben, das brauche ich aber auch nicht. Ergo kann das da weg. So. Dann einmal das alles da weg. Jo, da hätten wir das. Wasser kommt. Industrie kommt auch. Und Megalopolis. Megalopolis. Yay! Neue Gebiete. Alles kaufen. Yay! Gut, das sind jetzt 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt müsste ich bis zu 25 kaufen können. Sind 12. Super nice. Tja, wir haben alles gekauft. Wir können jetzt überall hier bauen. Müssen uns nicht mehr einschränken. Wasserknappheit? Ja, sehe ich auch so. Okay, können wir irgendwie ein bisschen besser Wasser herstellen? Ich kann hier überall Wasser herauspumpen. Okay. Ganz kurz geschaut, Verbindung mit Strom. Kommt da oben gleich. Ja, Strom ist in Ordnung. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Pumpendienst. Der Pumpendienst verfügt über eine Flotte an Saugfahrzeugen, die sofort losgeschickt werden, wenn es in der Stadt überflutete Gebäude gibt. Hier haben wir einen Vorratstank, Wasseraufbereitungsanlage und einfach Wasserpumpstation. Aber das Ding macht ja auch Wasser. Also von daher machen wir damit mal weiter. Hierhin? Weiß auch nicht, wo ich das Wasser da hinzaubern soll. Eigentlich möchte ich die da ein bisschen woanders hinschieben. Machen wir erstmal eine Straße. Eine gerade. Eine gerade Straße. Die hier so drinne herumfährt. So. Und dann der können wir auch erstmal die Dinger ranklatschen. Sehr gut. Das sollte jetzt für den Anfang wieder mal ein wenig helfen. Tada! Tada! Wasser kommt. Und es gibt neues Wasser. Abwasser haben wir eine Million mehr Kapazität. Ah, die bewegen sich hier nicht, ne? Nee, schade. Das wäre witzig, wenn man auch die Bewegung oder so da drinne sähe. Gut, es wird wieder Gewerbe gebraucht. In Ordnung, ich schaue erst mir ein bisschen die Autobahn hier an. Autobahn, new. Alles klar, super. Das hat sich aufgelöst, dadurch, dass wir hier vorzeitig Möglichkeiten gegeben haben, rein und raus zu fahren. Das nutzen die auch hier sehr gut.
Sonst nur mal hier dreispurig, mach den nächsten, zack, wieder fünfspurig. Nice. Da hinten geht's raus, ne? Da hinten kann man nicht hin. Super. Sieht doch schon mal schick aus. Das heißt, wir können hier weiter aufpumpen. Und ja, hier am Strand noch entlang. Das hier bitte einmal weg. Ah, die Reflexion sah eben komisch aus. Okay. Also noch einmal hier hin. Dann einmal hier unten. Das hat er automatisch auch da oben gemacht. Nein, da soll er doch nicht. Muss ich gleich wieder ändern. So. Und das ist die Wendestraße. Wunderbar. Ein bisschen grün muss ich danach malen, ne? Wie ist das eigentlich mit hier unten? Warum habe ich hier kein Grün gemacht? Weil die nicht vielleicht direkt im Strand wohnen sollen, aber... Wen interessiert es jetzt? Haben sie ein bisschen Strand? Da werde ich vielleicht noch dünnere besiedelte Wohnungen hinpacken. Die direkt am Strand wohnen. Also die richtigen Strandwohnungen. Das sind jetzt hier erstmal die vorm Strand praktisch. So. Okay. Machen wir das und Feuer, Feuer, Feuer. Ich kann ihm ins Auge pissen, das brennt auch. Ach, wir hatten hier einen Waldbrand wieder, ne? Und ziehen noch keine Leute ein, oder können die nicht hier auf dem... Oder? Wir haben natürlich keine Anfrage oder keine Notwendigkeit dafür. Ah, die sind auch kurz davor, alle hier ganz groß zu werden. Das sieht eigentlich ganz schick aus, ne? Hier eine schöne Wohnung in der Mitte. Irgendwas, das Eden-Projekt oder so. Was ist denn hier alles? Platz der Toten. Anforderung für das Kernfusionskraftwerk. Was brauche ich denn dafür? Shopping-Statue. Anforderung für Hadron-Collider. Medizinisches Zentrum. Weltraumlift. Okay. Können wir die Sachen nicht alle eigentlich nur einmal bauen? Wir müssen eigentlich im Prinzip alles bauen, ne? Du, wo ist das? Wo sind die Sachen denn? Observatorium? Unterdrückungsbüro. Wenn jemanden unterdrücken müssen, dann sollten sie zum Unterdrückungsbüro gehen. Darauf sind sie spezialisiert. Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Pyramide der Sicherheit. Ah, dass nicht zu Fuß gekommen ist. Okay, das ist bei mir noch nicht passiert. Sphinx der Szenarien. Turm der hohen Zinsen. Expo Center. Aquarium. Wissenschaftszentrum. Stadion. Die Frage, wo sind die? Wo ist der Hadron Collider? Hier, ne? Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Bauen Sie Geschäftspark. Okay, die Dinger sind natürlich schön. Weltraumlift. Die Dinger hier alle in der Mitte haben, oder was? Katastrophenbunker. Hadron-Collider.
Also das Geld dafür hätten wir auf jeden Fall. Heißt, ich muss nach und nach jetzt hier die einzelnen Sachen bauen. Hab ich aber nicht die Industriestatue schon mal gemacht? Was sind doch hier diese Sachen, ne? Ja, die haben wir. Ja. Ich dachte, ich hätte das eigentlich schon mal gebaut. Das ist irgendwas anderes. In Ordnung. Da die hier auch mal was wollen, sollen die. Wenn ihre Industrie am Brummen ist, können sie diese großartige Zeit in der Geschichte ihrer Stadt mit dem Bau einer Statue gedenken. Machen wir das ruhig. Ja? So, die freuen sich. Statue des Wohlstands. Ba, 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 da, 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 da. Mach vielleicht mal die. Naja, ist okay. Anarchie aus. So, dahin. Dann haben wir Krankenplatz. Irgendwas. Bringt alles Lärm. Hm. So. Shoppingstatue. So, damit hätten wir den ersten Teil schon mal alles. Hiervon noch gar nichts. Hier müsste natürlich noch ein bisschen was rum, ne? So ein bisschen Deko-Zeug. Die Dinger sind schon ganz schick. Dass da auch ein bisschen was drum ist um die Statuen. Okay. Aber bis jetzt sieht hier noch keiner ein. Am Boden. Weil wir noch genug Platz haben. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Hier leichte Staus. Aber ist in Ordnung. Würde ich jetzt nicht als unbedingt krassen Stau bezeichnen. Das geht auch noch völlig klar. Da ist nichts los. Hier zieht es ein bisschen rein und raus. Da ist kein Wasser. Und das hier ist voll. Ja, muss ein bisschen verbrannt werden. Wie sieht's denn aus? Müllverbrennung, brauchen wir mehr. Ja, okay. Die kümmern sich jetzt ein bisschen darum. Einfahrt hier hinein ist ein wenig problematisch, wie ich feststelle. Ja, das müssen wir vielleicht dann beim nächsten Mal machen. Dass wir jetzt anfangen, sobald wir. Ich werde das jetzt in zwei Teile aufteilen. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Und dann hätten wir das hier vorne ja schon mal so ein bisschen fertig. So, 80 Grad bitte. Ja, ist okay. Industrie hier drinne. Keine Ahnung. Schaut okay aus. Einmal noch hier die Straßen gebaut. So. Das ist doch schick. Jupp. Dann wäre das Projekt soweit auch schon mal fertig. Jetzt könnten wir hier noch ziemlich weit bis da zum Ende hin bauen. Erstmal aber nicht.
Ich möchte erstmal das hier oben fertig machen. Das Gewerbe oben. Dann darunter Büros. Damit die da auch wieder Büroarbeit machen können. Genau, und dann hier die Wohnungen. Natürlich auch wieder so ein bisschen Freizeitaktivitätmöglichkeiten. Noch wird hier nicht einer einziehen, weil wir keinen Bedarf haben. Oder sind noch genug Wohnungen vorhanden, wo die einziehen können? Schaut euch nochmal den da. Eine Hüpfburg. Natürlich müssen wir Wasser verlegen. Ich habe gehört, ich soll hier ein Rohr verlegen, kennen wir. Der Witz ist alt. Geht aber immer wieder. Upp. Auch gut. Und Strom müsste dann auch dann, sobald das sich ausweitet, da hinkommen. Sieht doch schon mal schnieke aus. Jetzt müssten die nur noch reinkommen. 77.000. Okay. Hätten wir geschafft. Bam, bam. Bam, bam, bam. Jo. Soweit, so gut. Das ist hier der alte Teil. Ne? Man sieht, es ist noch nicht so richtig verbunden. Ich glaube, da muss man so ein bisschen mal schauen, dass man diese Sachen enger verbunden bekommt, so wie das hier. Das ist ja auch ein richtiger... Ein richtiger Verbund. Finde ich schön. Hier noch ein paar Bäumchen rein. So. Vielleicht ein bisschen größer. Hä? Ach, plus war das, ne? Okay. Okay. Nur, dass es nicht ganz so leer aussieht, ne? Unterschiedliche Bäumchen rein, immer sehr schön. Wunderbar. Hätten wir. Sehr schön. Gut. Hier ist natürlich sehr viel los, ne? Das ist hier auch eine Verbindung. Oh oh. Nein. Wohin? Bitte. Oh, zum Glück. Da kann es ruhig reinfallen. Das ist mir völlig schnuppe. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. Ja, das ist völlig in Ordnung. Alles gut. So, Gewerbe ist da anwesend. Das grüne Zeug wird noch nicht angefasst, weil hier noch keiner wohnen will. Oder die hier alle langsam reinziehen. Wir haben also noch sehr viel Platz. Wir haben noch sehr, sehr viel Platz. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal um weiteren Kram. Ja, wir haben hier oben noch sehr viel Platz, sehr viele schöne Sachen können wir da machen, um Nahverkehr, Busse und Bahn und so ein Kram. Da drücke ich mich gerne vor, weil man muss immer diese ganzen Dinger setzen. Aber hier haben wir es ja relativ einfach, da wir die Busse hier so eine ganze Reihe immer weiter schicken können. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Hier oben. Dass sie vielleicht auch die Busse hier so einteilen oder auf so ein Gebiet. Nächster Bus, da ein Bus, da, da, hier, hier, da und da. Dass man das nicht so weitläufig machen muss. Das heißt, man hat die verschiedenen Linien. Das sollte eigentlich ganz okay gehen. Okay, dann bedanke ich mich erstmal wieder für die
Aufmerksamkeit, dass ihr hier wart in dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, euch gefällt's in dieser Stadt. Weitere Vorschläge gerne immer reinhauen. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt auch bald wieder in der nächsten Session. Macht's gut, bis dann. Tschüss.